Ja, hallo zusammen, ich bin's mal wieder im Kurs Jeder kann programmieren lernen. Wir sind immer noch bei den Java-Grundlagen und sehen uns heute nochmal Operatoren an. Und zwar diesmal Vergleichs- und logische Operatoren. Also, los geht's. Ja, diese beiden Operatoren-Kategorien sind ziemlich wichtig und wir werden uns erstmal die Vergleichsoperatoren zur Brust nehmen. Wir konzentrieren uns hier auf die numerischen Variablen. Wir vergleichen also Zahlen miteinander. Weiterführende Datentypen oder Variablentypen wie Strings werden wir uns zur gegebenen Zeit dann nochmal etwas näher ansehen. Nun, bei den numerischen Vergleichsoperatoren gehen wir vor, wie wir es in der Mathematik gelernt haben. Insofern werden wir dieses Kapitel recht schnell abhandeln können. Bei den logischen Verknüpfungsoperatoren werden wir die Erkenntnis vom letzten Video der Boolschen Algebra nun in Aktion sehen. Wir verknüpfen also logische Werte miteinander. Die beiden Operatorenkategorien, welche wir hier besprechen, haben beide etwas gemeinsam. Und zwar haben beide das Ergebnis vom Typ Boolean. Das heißt, wenn wir einen logischen Operator auf zwei Boolean-Werte anwenden, kommt Boolean heraus. Und wenn wir einen Vergleichsoperator auf zwei Zahlen anwenden, dann kommt auch Boolean raus. Und das heißt, es ist immer true oder false. So, die Vergleichsoperatoren sind ja, wie gesagt, relativ einfach. Trotzdem nochmal eine kurze Einführung. Links und rechts neben dem Operator stehen immer zwei Operanden. Diese können konstante Werte sein, aber auch Variablen, beziehungsweise werden wir später auch sehen können, dass Ergebnisse von Unterprogrammen sein. Da das Operationsergebnis immer Boolean ist, können wir dieses auch für Prüfungen verwenden, sogenannte Verzweigungen. Das ist zwar ein Vorgriff auf die Kontrollstrukturen, aber das mute ich euch jetzt einfach mal zu. Die Verzweigung wird in Java mit dem Schlüsselwort if eingeleitet, gefolgt von einer runden Klammer. Dort schreiben wir dann die Operation hinein. Die Codezeile nach dem if wird abgearbeitet, wenn die Bedingung in den Klammern true ist. Sollte es nicht der Fall sein, so wird die Zeile nach dem else verarbeitet. Mit Hilfe von geschweiften Klammern können wir den zu verarbeitenden Block noch erweitern, aber wie gesagt, die Details folgen dann bei den Kontrollstrukturen in einem späteren Video. Unser Code funktioniert also wie folgt. Wir prüfen in der if-Abfrage, ob Wert 1 größer als 0 ist. Wenn dies der Fall ist, und nachdem wir wissen, dass in Wert 1 tatsächlich die 1 drin steht und nachweislich größer als 0 ist, springen wir in die Zeile mit der Konsolenausgabe größer. Und der sogenannte else-Zweig wird übersprungen. Würde in der Variable Wert 1, die beispielsweise minus 1 drin stehen, dann würden wir den true-Zweig überspringen und direkt in die Ausgabe kleiner im else-Zweig gehen. Also, dann sehen wir uns mal ein paar Vergleichsoperatoren an. Der erste Operator wird die Prüfung auf Gleichheit sein. Hier vergleichen wir also, ob links und rechts des Operators die Operanden den gleichen Wert haben. Das funktioniert in Java, aber wie gesagt, nur sinnvoll bei numerischen Variablen, genau gesagt, nur bei einfachen oder primitiven Datentypen. Wichtig ist noch, dass wir hier in Java zwei Ist-Gleichzeichen hintereinander schreiben. Damit ist der Zuweisungsoperator also den sehen wir eine Zeile höher, vom Vergleichsoperator unterscheidbar. So, jetzt führen wir unseren Code mal aus und wir sehen erwartungsgemäß, dass hier gleich steht. Das heißt, wir haben den True-Zweig verarbeitet. Wir können hier die Logik übrigens auch umdrehen, indem wir auf Ungleichheit prüfen. Das Zeichen für den Ungleich-Operator ist das Ausrufezeichen gefolgt vom Gleichzeichen. Es gibt aber auch Programmiersprachen, bei denen das Ungleich mit einem kleiner und einem größer Zeichen hintereinander notiert wird. Aber wie gesagt, in Java ist es mit dem Ausrufezeichen, wie wir hier sehen. Damit die Ausgabe wieder stimmt, drehen wir sie einfach um. Und wenn wir das Ganze ausführen, sehen wir wieder, der True-Zweig ist jetzt in dem Fall übersprungen worden und wir sind im Else-Zweig und können hier entsprechend auch gleich ausgeben. Nun, was natürlich auch geht, ist der Vergleich auf größer, auf kleiner, beziehungsweise größer gleich und kleiner gleich.
Das wird notiert wie in der Mathematik, wobei wichtig bei den allermeisten Programmiersprachen ist, dass zuerst das Größerzeichen und dann das Gleichzeichen ist. Das heißt, wenn wir größer gleich prüfen, dann eben zuerst Größerzeichen, dann gleich und nicht andersrum. Nun, in unserem Code prüfen wir jetzt hier einfach auf größer und wenn wir den Code ausführen, dann sehen wir, dass entsprechend auch das Richtige herauskommt. Das war jetzt auch keine Überraschung. Kleiner gleich und größer gleich spare ich mir jetzt. Ich glaube, das kriegt ihr auch ganz ohne mich hin. Damit haben wir jetzt die Vergleichsoperatoren abgeschlossen und können zu den Verknüpfungen, besser gesagt den logischen Verknüpfungen kommen. Wir haben im Video über die Boolesche Algebra ja bereits die Grundlagen gelegt und wenden die Verknüpfung jetzt einfach in Java an. Hierbei gehen wir vom einfachsten Fall aus, wir verknüpfen einfach zwei Werte miteinander. Das brauchen wir eigentlich bei fast allen logischen Operatoren, außer bei der Negation. Und Negation gehe ich jetzt nicht groß drauf ein. Im Prinzip merkt euch einfach, wenn ich ein Ausrufezeichen vor einen logischen Wert oder einer logischen Variable, einer boolschen Variable setze, dann wird es einfach negiert. Ausrufezeichen haben wir auch beim Ungleich-Operator, insofern kann man sich das ja ganz gut merken. Gut, wir brauchen jetzt für unsere logische Verknüpfung einen Verknüpfungsoperator. Nehmen wir jetzt einfach mal das Ampersand und das steht für das logische Und. Wie die Und-Verknüpfung funktioniert, wissen wir ja, das haben wir ja bei der Boolschen Algebra verwendet oder gelernt. Aber was wir jetzt noch brauchen, um eben den Verknüpfungsoperator anwenden zu können, sind im Prinzip einfach zwei Operanden. Hier nehmen wir jetzt einfach mal zwei Wahrheitswerte, True und False. So, dann haben wir in unserem Video über die Boolesche Algebra ja gesagt, okay, wir kennen das Und, die Verknüpfung Und, also entweder großgeschrieben Und oder im Java, das Symbol ist eben wie gesagt das Ampersand. Dann haben wir auch das Oder kennengelernt, das wird in Java mit diesem senkrechten Strich notiert, das ist, man nennt das Pipe-Symbol. Und dann haben wir schließlich noch die XOR-Verknüpfung und die wird in Java mit diesem Dach, mit diesem Zirkumflex notiert. Gut, bei den Operanden wiederum, wie gesagt, die Negation habe ich jetzt hier mal außen vor gelassen, aber das ist, glaube ich, doch zu einfach dann. Bei den Operanden ist jetzt erstmal alles möglich, was logische Werte hat. Beispielsweise können wir, wie wir hier bereits dargestellt haben, einfach konstante Werte haben im True oder False. Gut, dann können wir boolsche Variablen verwenden. Also wenn ich eine Variable vom Typ Boolean deklariere, schreibe ich dort auch einen True oder False-Wert rein. Und somit kann ich einfach bewahr in dem Fall und eine andere bewahr 2 oder sowas miteinander verknüpfen. Das heißt, anstatt wie hier, dass ich hier die konstanten Werte True, Ampersand, False hinschreibe, dann zwei Variablen vom Typ Boolean. Dann kann ich auch mit Hilfe eines Vergleichsoperators ja einen boolschen Wert erzeugen. Wir haben ja gesagt, wenn ich jetzt prüfen möchte, dass in iVar beispielsweise 2 drin ist, kann ich schreiben iVar ist gleich 2. Wenn ich das jetzt in Klammern setze, ist es auch ein boolscher Wert und das kann ich auch wiederum mit anderen Vergleichen verknüpfen. Und es gibt auch noch Unterprogramme, auf das werden wir dann später nochmal eingehen, was ein Unterprogramm eigentlich ist. Und diese Unterprogramme können auch einen boolschen Wert zurückgeben. Und damit kann ich auch mehrere Unterprogramme miteinander logisch verknüpfen. So, und zu guter Letzt können wir noch Ergebnisse von Verknüpfungsergebnissen wiederum logisch verknüpfen. Das heißt, ich kann sie entweder einfach nur hintereinander schreiben oder auch mit Klammern zu arbeiten, was ich empfehle, damit wir eben den Überblick nicht verlieren. Das heißt, ich kann jetzt beliebige Strukturen aufbauen, die ich eben mit und, oder und XOR oder vielleicht dann später auch mal mit der Negation verknüpfen kann. Und was am Ende des Tages immer rauskommt, ist entweder true oder false. So, nun wollen wir uns die ganzen Dinge mal in Aktion anschauen. Hierzu brauchen wir erstmal wieder ein Programm. Gut, das kennen wir schon. Und dann brauchen wir etwas, was wir vergleichen können.
Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal zwei Variablen und die belege ich jetzt einfach mal mit plus und minus 1. So. Durch die Vergleiche kriegen wir dann wieder boolsche Ergebniswerte und die kann ich dann später mit dem boolschen Operator verknüpfen. Dann brauchen wir irgendwie eine Struktur, mit deren Hilfe wir das boolsche Ergebnis analysieren können, visualisieren können. Und hier nehmen wir einfach wieder die Verzweigung, wie wir es vorhin auch gemacht haben. Wir vergleichen einfach die beiden Werte auf größer 0 und verknüpfen die beiden Prüfungen mit einem und. Wir erwarten also ein True, wenn eval 1 und zugleich eval 2 größer 0 sind. Wenn dem so ist, gehen wir auf die Konsole, oder geben wir auf der Konsole den String varzweig aus. Wenn nicht, also wenn nicht beide Variablen größer 0 sind, sondern keine oder nur eine, dann geben wir einfach den String falschzweig auf der Konsole aus. Starten wir die Applikation, bekommen wir wenig überraschend den Text falschzweig, weil ja var2 nicht größer 0 ist. Okay, soweit kein großes Ding. Nun tauschen wir den Operator aus. Wir machen eine oder anstatt einer Und-Verknüpfung. Starten wir die Applikation, so erhalten wir nun die Ausgabe varzweig, weil bei der Oder-Verknüpfung es ja ausreicht, wenn eine der Bedingungen true ist. Ja, soweit, so gut. Aber jetzt will ich nochmal auf eine kleine, aber feine Besonderheit der Verknüpfungen hinweisen. Dazu sehen wir uns nochmal die mechanische Version der Oder-Verknüpfung an. Wir drücken wieder ein Ventil und das zu erwartende Ergebnis ist, dass sich die Turbine dreht. Nun will ich aber die Aufmerksamkeit mal auf das obere der beiden Ventile richten. Wir könnten jetzt dieses Ventil betätigen oder es einfach sein lassen. Es wird keinerlei Auswirkungen auf die Turbine haben. Sie wird sich einfach weiterdrehen. Um zu wissen, ob sich die Turbine also dreht, reicht es, dass wir wissen, dass ein Ventil betätigt wurde. Wenn wir das wissen, ist es nicht mehr relevant, ob die anderen betätigt werden. Wenn sich die Turbine dreht, gibt es bei einer Oder-Verknüpfung keinerlei Änderungen mehr durch die anderen Ventile. Soweit die mechanische Geschichte. Und jetzt gucken wir uns das gleiche mal im Code an. Hierfür machen wir jetzt eine kleine Änderung. Und zwar hängen wir an eval 2 innerhalb des Vergleiches ein Plus-Plus dran. Ich habe es hier rot markiert. Wir erinnern uns, das war die Erhöhung um den Wert 1. Ja, das heißt, dieses Plus-Plus besagt jetzt, nimm den Wert, der in eval 2 drin ist, und erhöhe ihn um 1. Wir wissen, in eval 2 ist die minus 1 drin und dann würden wir einfach von minus 1 auf 0 erhöhen. So. Was soll das nun? Wir wissen, dass in eval 1 ja größer 0 ist. Das heißt, es ist nicht mehr relevant zu wissen, ob eval 2 größer 0 ist, weil eval 1 ist ja true, das heißt, das Ventil in Anführungsstrichen ist ja schon betätigt. So, die Oder-Verknüpfung ist also schon true. Wir wissen, wie bei unserer Turbine, wie das Endergebnis aussieht. Der Computer müsste jetzt also die Prüfung auf der rechten Seite mit dem eval 2 größer 0 gar nicht mehr durchführen. Das Ergebnis ist ja bekannt. Wir wollen jetzt aber nachvollziehen, ob der Rechner nun die rechte Seite der Oder-Verknüpfung nun noch verarbeitet oder nicht. Genau hierfür habe ich das Plus-Plus eingebaut. Wenn der Rechner die rechte Seite noch verarbeitet, dann müsste sich eval 2 von Wert minus 1 auf den Wert 0 erhöhen. Wenn er die rechte Seite aber nicht mehr verarbeitet, müsste am Ende noch der Wert 1 bzw. minus 1 stehen. Um den Wert nun analysieren zu können, müssen wir ihn nur noch ausgeben mit einer einfachen Konsolenausgabe. Das machen wir hier ganz unten und dann sehen wir, was damit passiert ist. So, jetzt führen wir den Code aus und siehe da, wir erhalten das Ergebnis 0 in der Variable eval 2. Der Rechner hat also, trotzdem er weiß, dass die Prüfung der Variable IVA2 nicht mehr notwendig ist, sie nochmal verarbeitet. Jetzt muss ich allerdings noch dazu sagen, dass wir im Regelfall beim Programmieren in so einem Vergleich nicht noch zusätzlich solche manipulativen Verarbeitungen implementieren,
wie beispielsweise hier die Werterhöhung. Zumindest nicht als Anfänger. Entscheidend ist für uns hier aber nur, dass der Rechner etwas macht und genau deswegen habe ich es hier eingebaut. So, er macht also was, was er nicht tun muss. Wir werden später, wenn wir komplexere Datenelemente kennenlernen, wenn wir sehen, dass dieses Verhalten extrem unpraktisch ist und wir hier dringendst eine Möglichkeit benötigen, diese Verarbeitung der unnötigen Operatoren hinten, also rechts in dem Fall, verhindern müssen. Hier kommt nun das doppelte Pipe-Symbol ins Spiel. Das führt dazu, dass die unnötigen Verarbeitungsschritte nicht mehr durchgeführt werden. Wenn wir unseren Code jetzt ausführen, sehen wir, dass der Wert der Variablen eval 2 immer noch auf minus 1 steht. Der Computer hat also die Verarbeitung der Verknüpfung abgebrochen, weil er das Endergebnis bereits kennt. Dies ist für die allermeisten Situationen auch das gewünschte Verhalten. Insofern merken wir uns, dass wir für einen guten Programmierstil immer das doppelte Pipe-Symbol nehmen. Es sei denn, wir können einen verdammt guten Grund für das einfache Pipe-Symbol angeben, also so, dass wir eben beide Seiten verarbeiten. Der Standardfall für uns sollte also sein, dass wir die Prüfung abbrechen, sobald wir das Ergebnis kennen. Nun sehen wir uns an, ob wir bei der Und-Verknüpfung nicht auch ein solches Verhalten benötigen. Hierzu ändere ich den Code etwas. Ich prüfe zuerst die Variable eval 2 auf größer 0 und wir wissen ja, dass das falsch ist. Laut Wertetabelle wissen wir aber nun, dass wenn ein Operator, in unserem Fall der erste, auf false steht, das Ergebnis garantiert auch false ist. Wir kennen also hier wieder das Endergebnis, ohne den zweiten Operator auch nur anzusehen. Zur Kontrolle, ob nach einer Verarbeitung oder nach der Verarbeitung des ersten Operators abgebrochen wird, erhöhe ich nun die Variable eval 1 um 1. Wir können also mit einer Ausgabe am Schluss feststellen, ob eval 1 nun auf den Wert 2 erhöht wurde oder nicht. Also lassen wir das Ding auch mal laufen und siehe da, wir haben hier tatsächlich die 2 in der Variable. Der Computer hat also wieder weiter geprüft, obwohl ihm das Ergebnis bereits bekannt war. Tja, und als hätten wir es gewusst, gibt es hier natürlich auch einen doppelten Operator. Das doppelte Ampersand. Wenn hier die gleichen Prinzipien angewendet wurden, dann müssten jetzt hier der zweite Operator nicht verarbeitet werden und die Variable iva1 müsste noch auf dem initialen Wert 1 stehen. Nun, wir starten das Programm und sehen, dass die Ausgabe tatsächlich noch die 1 ist. Die Verarbeitung hat also abgebrochen, weil das Endergebnis schon feststand. Ja, soweit zu den Verknüpfungsoperatoren. Das XOR spare ich mir jetzt zum einen, weil ich euch zutraue, anstatt einem Und-Zeichen ein Zirkumflexzeichen einzutragen, und zum anderen ist das XOR für die boolesche Verknüpfung eher selten. Eher für die bitweisen Operatoren, aber das machen wir später mal. Weiterhin gibt es hier nicht die Notwendigkeit eines doppelten Zirkumflexzeichens, weil wir hier immer mindestens zwei Operatoren verarbeiten müssen, um das Endergebnis zu wissen. Insofern schließe ich an dieser Stelle die Operatoren ab und wir sehen uns dann im nächsten Video.